3. Hallo und herzlich willkommen zu Landwirtschaft Simulator Australien mit Kadett, Tino und David. Ja, servus. Grüßt euch. Tino aka McManus. Genau, ich habe immer Angst, das falsch auszusprechen, deshalb schiffe ich das immer großzügig. McManus. Ja, irgendwie hat doch noch keiner von euch da Blutige Fahrt Gottes geschaut, oder? Nee. Oh, stimmt, ich wollte ja noch einen Film gucken. Den habe ich dann an dem Abend nicht mehr geguckt, wegen dir, Guten. Du hast mich dann alles noch vollgelabert. Stimmt, du wolltest unbedingt dieses Black Ops Event ausnutzen. Nein, wo, ich? Jetzt ja, ich du hast mich angebettelt. Bitte spiel mit mir. Nee. Doch. Das erzählst du jetzt hier? Nee. Nee. Soll ich gar nichts mehr dazu? Ganz einfach. Das Ding ist durch. Ja, also ich glaube, du bist jetzt auch durch. Du wolltest spielen. Ich habe gesagt, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Wir haben, glaube ich, so ein paar Runden. Nee, du hast gesagt, boah, du hast richtig Bock, aber danach willst du ja noch den Film gucken, der wird dann zu spät. Und genau, hast du dann genau, gesagt, boah, das macht immer noch richtig Bock. Ich zocke jetzt einfach und gebe mir den Film nie. Oder irgendwann mal. Das stimmt nicht. Ja. Da hast du eine David. Falsche Erinnerung. Ja? Na, fahr mal den Haufen weg. Das stellt sich hier genau im Weg. Wir sollten eigentlich mal den Mod reinnehmen, mit dem man dann Rüben und so weiter neben die Felder kippen kann. Habe ich drin. Also nicht aktiviert, aber ich habe ihn schon drin. Okay, ich habe den glaube ich nicht. Ich habe den auch nicht. Ist da überall Abladen-Mod, ja. Den kann ich euch mal schicken bei Gelegenheit. Dann würde sich natürlich die Europa Euromaus 3 noch anbieten. Ja, aber die bräuchten wir dann auch direkt. Oder? Habe ich auch. Ja, aber ich meine schon, das kostet ja alles. Bevor du hier verkaufst, was haben wir denn hier angesät? Eine Reihe Kartoffeln, aber die können wir eben rübergrubbern. Nee, und danach schnell abgebrochen. Das andere, was sich einfällt. Ach, das sind Rüben. Ja. Also was hier noch nicht gewachsen ist, meine ich. Genau. Okay, gut dann. Was ist eigentlich die DLC-Area? Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Das ist einfach ein großer Platz. Auch schon immer gefragt, was die DLC-Area ist. Ich denke, da haben sie Platz gelassen für Neuerungen. Was ich mir da auch vorstellen könnte, dass man da irgendwie, das sieht mir so nach einem Platz aus für Gewächshäuser und sowas. Weil es die Garage und Mist daneben ist. Hast recht. Das könnte sein, ja. Habt ihr eigentlich so Gewächshäuser und so ein Schnulli schon mal ausprobiert? Also wir haben es jetzt auf Two Rivers mal mit reingenommen, haben mal ein paar gekauft, aber mit ich glaube Mist brauchen wir ja. Ja genau, da, Mist und Wasser. Mist und Wasser, ja. Wir haben halt keinen Mist, das ist das Problem. Ja, mir aber steht die Scheiße immer bis zum Hals. Dann geht das. Kannst du halt abhaben. Das Schlimme ist, wir haben 250 Parts Landwirtschaftssimulator schon auf dem Buckel. Oder mittlerweile sind es jetzt bestimmt noch mehr und haben noch nie Mist eingestreut. Eigentlich traurig. Ja, ich habe das habe ich jetzt schon im Hardcore-Let's Play nach 25 Parts. Okay. Ja. Tja. Sieg. Das war der Applaus für den Guten. Nochmal bitte. Ah. Triumph. Verneigt euch. Fußvolk. Also habe ich jetzt für dich gemeint, Guten. Als dein persönlicher königlicher Berater. Genau. So, wollt ihr Tipps? Ich sehe dich eher, ja, wie gesagt, hören. Ach so. Wie viel kriegen wir für den Vollernter? Was schätzt ihr? Warte. Moment. Was kostet denn der neu? 500 oder 480. Moment, ich guck gerade mal, was er neu kostet. Na, wie war er doch? 479, ich sag 300. Nein. 285. Und nee, du, Kadett? 220. Ey, was? Die Hälfte ist ja schon mehr. es muss mehr als die Hälfte sein, Kadett. Echt? Ja klar, 50% ist Standard und dann kriegst du noch ein paar Prozent drauf. Ja, du kriegst... Ja gut, dann warte. Gute Taschenrechner. Nee, ich rechne jetzt im Kopf, pass auf. Ja. Wie viel kostet der neue 480? Das ist doch einfach, Leute, also komm, das sind die Basics. Ja, jetzt mach mal Ansage hier, der Rechner. Warte, 94 sind 2, 1 im Sinn, 2 auch 3. Zähl mal noch so ein.
Pass auf, dann sind wir Differentialrechnung da. wäre jetzt angebracht. Differential. Was? Das ist Prozentrechnung. Ja, ich weiß. Das ist ein einfacher Prozentiert Dreisatz. Kapital Ja, aber 1. kommt da eh nicht drauf. Jetzt. Warte, ich komme noch drauf. Komm, ich habe geschätzt, bei mir waren es 2,85 und das war wirklich geschätzt. Ich sag ein bisschen weniger. Ein bisschen mehr. Ja. Na, du Scheiß. 287.900. Beschissen Jetzt haben wir Geld. Und was mir gerade aufgefallen ist, wir können auch einen Kredit aufnehmen, Jungs. 100.000 Spielraum haben wir noch, Na oder? eben. Na eben. Na, würde ich sagen, holt mal einen Kredit. Ich habe keine Berechtigung, einen Kredit aufzunehmen. Ach so, na warte mal. Dann mache ich hier mal schnell den Helfer rein. Und ich würde sagen, wir machen ein Konto für alle. Das ist irgendwie ein bisschen blöd sonst. Dann ist das Alle. übersichtlicher. Alle für einen, einer für alle. Okay. Ja, fast 300.000 verdient. Wir können uns jetzt wohl einen Drescher kaufen. So, Moment, bräuchte ich mir nur mal einen Traktor. Ah, da haben wir ja einen. Was hast du denn Wo ist vor? denn hier die nächste Bank? Auf jeden Fall ist einer am Händler. Wo war der? Neben, also eigentlich in den Ort, an dem Ort. Na, So, relativ nah. südlich so. Jungs, wenn wir jetzt keine Kartoffelerntemaschine mehr haben, dann brauchen wir auch die Sämaschine nicht mehr, oder? Naja, lass die mal da, die frisst ja kein Brot. Obwohl da Oder? sind, dann könnte man nämlich in Zukunft. Dann, wenn man nochmal Kartoffeln macht, sechsreich Kartoffeln ansäen, statt vierreich. Ja, soll ich sie gleich mitnehmen? Würde ich sagen. Ja, komm, fahr ich nochmal zurück. Bin noch nicht so weit. Ich glaube, wenn wir wieder mit einem Vollernter für Kartoffeln kaufen können vom Geld her, dann reicht es auch für die Sämaschine. Ja, definitiv. So, ich würde sagen, wir säen jetzt auch mal Raps oder sowas an, wenn wir jetzt einen Drescher haben, dann, oder? Also ich würde jetzt erstmal eine richtige Ladung Raps machen, oder? Ja. Oder wollt ihr Blech. ein bisschen? Ja, oder brauchen Hör wir mal einen Strom für raus. irgendwas? Nee, Wo Feuer. ist denn die Maschine für die Kartoffeln? Ach hier. Die steht in Abse. einem Unterstand. Jungs, wir haben auch immer noch zu wenig Maschinen. Ich kann jetzt gerade zwischen Weidemann und Rasenmäher entscheiden. Naja, ist So, schon ja, eine einen gute Traktor Auswahl. bräuchten wir auch noch, ne? Und Felder brauchen wir auch auf jeden Fall. Alter, diese Mücke, ey, die passt gar nicht in meinen Mund rein, so groß ist die. Was Alter, dann für Schrotflinte. Ich glaube, da brauche ich eine Panzerfaust für. Mit Schrot kommst du nicht mehr weit. Kadett, ich glaube, du hättest das grubbern müssen, mal die, also über die Kartoffeln. Ja, komm, dann grubber ich gerade drüber, dann warte. Wer ist im Grubber drin? Ich hau ihn kaputt. David? Ne, Ich glaube, wir ich haben will. keinen, den einen Traktor, wo der Grubber dran hing, den habe ich gerade. Ach so, alles Zum klar. Wegfahren. Glück gehabt. Nein, Scherz. Ist der David eigentlich noch da? Der ist so stumm. David? Ja. Wenn immer wenn ich ihn anspreche, dann antwortet er einfach nicht, der harte Typ, ey. Nein, gar nicht wahr. Ich hatte gerade ein kleines Gespräch. Aha. Hallo. Du hast dich gemutet. Ich habe mich gemutet. Du sprichst nur mit anderen. Ha. Gibt noch wichtige Leute. Das kann ich gar nicht glauben, David. Würdest du mir das je antun? Wie findet ihr eigentlich so kross gebratene Ente? Sehr gut. Geil, Obwohl ich auf oder? Ente eigentlich nicht so stehe. Oh ne, Aber kross gebratene Ente finde ich geil. ne. Ja, aber Ente ist Ekelhaft, immer so Alter. trocken. Ja, genau deshalb ja. Also einfach so richtig knusprig, weißt du? Die Haut Oh, davon schmeckt so David. geil. David, Ja. bist du wieder da oder hast du noch Gespräch? Ich bin da. Das ist da eigentlich gerade dein Thema, oder? Nee, mag ich jetzt Wieso nicht hast du ein drüber nachdenken. China-Restaurant, oder? Junge, man lernt hier Leute kennen. Ne. Also ich verstehe das jetzt irgendwie nicht. Die ganze Zeit konnte ich mit dem Traktor. Wo ist denn jetzt eigentlich dieser scheiß Händler? Ja, ju. Guck mal, da steht so ein Soll da oder sowas. Muss Moment. ich ihn dahin rangieren? Du kannst die Maschine eigentlich auch einfach zurücksetzen, weil dann stehen die Bin beim gerade beim Helfer. Truckstop. Truckstop? Ach, okay. Du musst dann mehr da, wo All der Ach so. steht. Oder Aller.
nehme an, Händler ist da unten. Ist der bei Feld 18? Ja, genau. Ah ja, super. Aber crossgebratene Ente ist geil. Warum denn? Wie kommst du da jetzt drauf? Ich weiß nicht, ich habe gerade so einen komischen Schluck aufgehabt und dann hat das auf einmal nach crossgebratene Ente gekehrt. Du ekliger. Weil ich was hattest du heute Mittag zu essen? Crossgebratene Ente. Ach was, echt? Ja, da hatte ich richtig Bock drauf und dann war ich unterwegs und habe mir gedacht, guck mal, da ist so ein ekelhaft, wie kann man nur das sowas essen? Crossgebratene Ente ist richtig geil. Nein. Wenn die so richtig knusprig ist, die Außenhaut. Denk doch mal an die Ente, die ist jetzt noch so rumgeflattert, so und dann ist guck mal, das Schwein hat vorher nochmal gegrunzt. Ja, das hat sich in der Scheiße gewälzt, überleg dir das mal. Ja. Bist du Vegetarier oder was? Passt. Naja, ist nee. So. Eh nicht. So. Döner und Schnitzel geht immer, ha? Das war ein Beitrag aus der letzten Reihe. Du bist so ein typischer, jetzt wenn ich dich mal so mit dem Unterrichtsgeschehen vergleichen darf, dann so, der viel weiß, aber sich wenig meldet und dann einfach so hinten in der Reihe sitzt, vielleicht die ganze Zeit mit dem Handy zockt und wenn es mal einen coolen Spruch zu machen gibt, einfach kurz reinbrüllt. Also so ein richtiger Kadett. Nee. Na, er hat doch gesagt, er viel weiß. Tut mir die leid. Die Einschläge. War ein Spaß. So, ich nehme Credit. Es ist schon richtig. Trifft schon zu. Haha, ich habe jemanden seinen Schlepper geklaut. Und ich habe 420.000. Ach, jetzt hupt da noch dieser Penner. Soll ich euch mitnehmen? Ja, los, lass mich gerade mal einsteigen. So, warte mal, schau mal zu den... Oh, voll an die Windschutzscheibe. Ich weiß, ich glaube, ich mach mal den Scheibenwischer an, den es nicht gibt. Der aber bei Regen echt cool wäre. Besser ist das, du. So, wir haben zur Auswahl. Ihr wollt den 370er, oder? Ja, nehmen wir die 370? 77, oder? Entschuldigung, ja. Ja, die USA-Version oder den normalen Terra-Track. Der Preis ist für den normalen 370.000 mit 12,8 Ladevolumen und für die US-Version ist der Preis 290.000 mit 14,5 Ladevolumen. Also 100.000 kostet mehr. Nee, 80.000. Welcher kostet jetzt 80.000 mehr? Der normale. Nee, der normale. Okay, ich finde den normalen eigentlich besser, weil der halt die Kameras hat. Aber ist eigentlich... Ja, aber denk doch mal an dein Portemonnaie, Mann. Ja, aber das... Außerdem passt der USA besser thematisch zu der Map. Also ich würde den normalen würde ich auf jeden Fall auch mal holen, weil ich habe den noch gar nicht probiert. Aber das Problem ist, da können wir uns das Schneidwerk nicht mehr leisten. Und was bringt der im Drescher ohne Schneidwerk? Ja. Und das von... Ein Haufen Ärger. Wie hat, um jetzt gerade mal ein bisschen Fachpraxis hier reinzubringen, Theodor Fontane in seinem Werk Frau Jenny Treibel gesagt? Oh nee, ich muss raus. Tschüss. Wie sieht's eigentlich aus mit der Zeit? Von wegen raus? Oh. Wir könnten mal einen kürzeren machen. Ey, was ist denn noch los heute? Jeder Part zu lang. Wo sind wir denn? Nein, ich meine, wir haben noch im Moment noch die Chance, einen knapp 15 Minuten Part zu machen. Okay. Gut, alles klar, ciao. Tschüss. Dieses super Zitat bringe ich dann beim nächsten Mal, aber ich glaube, dann ist es mies. Hat ihr Kenner hören wollen. Richtig. Okay. Na gut, guten Schatz, sag mal. Würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ja, Jungs, haut gut in die Tasten, ne? Ich mach's gut. Jo, bis demnächst. Tschüss.